30. Dezember 1884. Die Einwohner von Austin freuen sich auf Silvester. Doch um Mitternacht beginnt ein Albtraum. Die 25-jährige Köchin Molly Smith wird in ihrem Bett ermordet. Am Morgen das große Grauen, ein verwüstetes Zimmer, eine blutige Axt und ein böse zugerichteter Kopf. 7 weitere Morde werden in diesem Jahr noch folgen. Das war schrecklicher als die Morde von Jack the Ripper. Die Gewaltorgie zerreißt die ganze Stadt. Alle meinten, die Behörden seien unfähig. 3 Jahre bevor Jack the Ripper ganz London terrorisiert, 8 Jahre vor den Horrortaten des H.H. Holmes in Chicago. Noch eine Frau bestialisch erstochen. Niemand glaubt, dass eine Person dahinter steckt. Sind die Morde in Austin das Werk des ersten Serienmörders der USA? Jetzt kommen die blutigen Details ans Tageslicht. Das Opfer wurde sexuell missbraucht. Moderne Forensik. Er passt zum Profil. In der Hot Zone. Entlarvt die Täter. Wie sieht das Profil des Mörders aus? Wer hat die Dienstmädchen ermordet? Unser neuer Fall, rätselhafte Morde an Dienstmädchen im Jahr 1885. Die sind fast in Vergessenheit geraten. Es gibt 8 Tote, 6 Afroamerikanerinnen und 2 Weiße, alle mitten in der Nacht mit einer Axt erschlagen. Die brutalen Morde finden im Verlauf eines Jahres statt und erschüttern die ganze Stadt. Ein Opfer war erst 11 Jahre alt. Diese rätselhaften Morde werden niemals aufgeklärt. Und der Täter ist spurlos verschwunden. Der Fall erregte damals großes nationales Aufsehen. Aber heute weiß niemand mehr davon. Es ist nicht mal klar, ob es 8 Mörder waren oder nur einer. Das war 1885, 3 Jahre vor Jack the Ripper und 8 vor H.H. Holmes in Chicago. Vielleicht ist das der erste Serienmörder in den USA. Das macht den Fall besonders interessant. Mich interessieren die Frauen. Die ersten 6 waren Afroamerikanerinnen. Damals, in der Reconstruction-Ära, ist der Ku Klux Klan trotz Auflösung noch sehr aktiv. Du denkst an ein rassistisches Motiv? Sollten wir nicht außer Acht lassen. Der historische Kontext ist bestimmt wichtig, aber es wurden ja auch 2 weiße Frauen ermordet. Ich will wirklich wissen, wer die Opfer auf dem Gewissen hat. Ich werde alle Informationen zusammentragen. Zeitungsartikel, Polizeiberichte. Ich fahre nach Austin in Texas. Mal sehen, ob ich Spuren finde. Immerhin hat bisher noch niemand moderne wissenschaftliche Methoden angewendet, um diesen Fall zu klären. Ich fahre mit und prüfe den rassistischen Aspekt. Wir müssen allen Fragen nachgehen. Wir haben einen Plan. Bis dann in Texas. Bis dann. Sind die Morde von 1885 das Werk des ersten amerikanischen Serienmörders? Ich sehe jetzt die damaligen Zeitungen an. Der Austin Statesman beschreibt eine blühende Stadt. Es gibt ein Opernhaus, 3 Colleges und ein neues Kapitol wird auch gebaut. Die Wirtschaft boomt. 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg scheinen sich die Bürger mit der Integration des Südens arrangiert zu haben. Freigelassene bilden eine aufstrebende Klasse in der Mittelschicht. Sie leben Seite an Seite mit ihren weißen Nachbarn. Doch unterschwellig gärt es. Im Sommer und Herbst 1884 gibt es zahlreiche Einbrüche und Angriffe auf afroamerikanische Dienstmädchen. Ende des Jahres nimmt die Gewalt tödliche Formen an. Molly Smith ist 25, arbeitet als Dienstmädchen und lebt mit ihrem Freund zusammen. An Silvester wird ihr Bett leer vorgefunden. Die Spuren deuten auf einen gewaltsamen Kampf.
Die Schlagzeile in der Tageszeitung: Blutige Tat, schrecklicher Mord um Mitternacht. Eine Farbige wird ermordet. Ihr Freund entkommt dem Tod nur knapp. Neben dem Bett eine Axt und ein Blutspur. Ihr Freund wird bewusstlos geschlagen. Da liegt die tote Frau. Ein grausamer Anblick. Das Loch an der Seite ihres Kopfes sagt alles. Furchtbar. 5 Monate später, im Frühling, schlägt der Mörder wieder zu. Eliza Shelley arbeitet als Köchin bei den Johnsons. Anfang Mai bricht mitten in der Nacht jemand in ihr Zimmer ein. Das Ungeheuer wütet weiter. Noch eine Frau grausam ermordet. 8. Mai 1885. Ihre Kinder werden Zeugen der Tat, doch sie sind zu traumatisiert, um Hinweise zu liefern. Auf dem Boden die arme Frau. Tot, mit einer klaffenden Wunde über dem rechten Auge. Die Tatwaffe? Ein scharfes Werkzeug, wahrscheinlich ein Beil. Dann geschehen weitere Morde. 2 Wochen später, am 23. Mai. Irene Cross teilt ihr Zimmer mit ihrem Neffen. Noch eine Farbige, bestialisch von Unbekanntem erstochen. Wann hört das endlich auf? Ein Reporter sagt, sie sähe aus, als habe man sie skalpiert. Irene ist das dritte Opfer. Im Sommer und Anfang Herbst geschehen 3 weitere Morde und Heiligabend werden 2 weiße Frauen getötet. Susan Hancock und Eula Phillips. Die Polizei geht nicht von einem Einzeltäter aus. Nach jeder Tat verhaftet sie entweder einen Freund des Opfers, die Ehemänner oder bekannte Kriminelle. Alle Morde sind grauenhaft, aber identisch sind sie nicht. Manchmal kommt es zu sexueller Gewalt. Manchmal wird das Opfer mit einer Axt, manchmal mit einem stumpfen Objekt getötet. Die letzten beiden Toten sind nicht schwarz, sondern weiß. Diese ungeklärten Morde geschahen in der Vergangenheit. Ob es in Austin heute noch Spuren gibt? Ich spreche mit dem Filmemacher Martin Wagner, der die Morde untersucht hat. Er sagt, die Morde hätten vor allem die Afroamerikaner in große Angst versetzt. Doch nach dem Fund von V.O. Weed Ende August wird es erst richtig schlimm. Weed hat eine Köchin namens Rebecca Rainey. Sie lebte mit ihrer 11-jährigen Tochter Mary mit im Haus. Weed wachte früh auf, weil er draußen seltsame Geräusche hörte. Er ging ins Waschhaus und fand die Tochter tot auf dem Boden. Der Täter hatte ihr einen Schlag auf den Kopf verpasst und Stifte durch die Ohren getrieben. Bis ins Gehirn. Vergewaltigt hat er sie auch. Eine 11-Jährige. Das macht es besonders schlimm. Alle waren außer sich und forderten eine neue Führung in der Stadt. Das hat an den Grundfesten von Austin gerüttelt. Ja. Es hieß, die Behörden seien unfähig. Wie haben die Leute denn reagiert und sich geschützt? In den Medien wurden Wachgemeinschaften gefordert. Wenn die Polizei nicht in der Lage sei, sie zu schützen, müssten sich bewaffnete Bürger eben selbst darum kümmern. Ich frage Martin, wen die Polizei für den Täter hielt. Damals glaubte man, dass Gangs dahinter stecken. Dieselben, die im Frühling die Einbrüche verübt hatten. Was denn für Gangs? Man ging von afroamerikanischen Tätern aus. Unter den Afroamerikanern kursierte die Theorie, dass sich die weiblichen Opfer versündigt hatten, weil sie unehelich mit ihren Männern lebten. Die Täter hätten die Frauen für ihr sündhaftes Leben bestraft. Viele glauben an mehrere Täter, aber hat die Polizei auch Beweise dafür? Ich spreche mit Doug Dukes, einem Historiker und ehemaligen Polizisten im alten Bezirksgefängnis.
1885 muss die 12-köpfige Truppe zahlreichen Verbrechen nachgehen. Aber Erfahrung in Ermittlungsarbeit hat sie nicht. Meistens ging es um geschäftliche Streitigkeiten. Aber in 9 von 10 Fällen gab es einen Zeugen, der den Täter nannte. John Smith. Mit welchen Techniken wurde damals denn ermittelt? Das waren Methoden der alten Schule. Sie setzten Spürhunde ein, weil es an manchen Tatorten Fußabdrücke gab. Die Hunde folgten diesen Spuren. Wenn sie in einen Stall führten und dort eine Person gefunden wurde, die keine Schuhe trug, wurde sie verhaftet. Mehrere Verdächtige sagten später aus, die Ermittler hätten mit Unterstützung der Polizeibehörde versucht, Geständnisse aus ihnen herauszuprügeln. In einem Fall sei sogar gedroht worden, den Verdächtigen aufzuhängen, wenn er nicht die Wahrheit sage. Duck glaubt, die Polizei habe an den Tatorten Beweismittel übersehen. In einem Fall brachten sie die Leiche zurück ins Haus. Als Polizist fällt mir sowas sofort auf. Ich dachte an all die Indizien, die ihnen entgangen sind, weil sie die Leiche aufgehoben haben. Völlig willkürlich. Verdächtigt wurden die Ehemänner. Vielleicht gab es ja Eheprobleme und eine oder beide sind fremdgegangen. Er meint, die mangelhafte Polizeiarbeit sei mit politischem Druck zu erklären. Sie wollten festnehmen, wen auch immer sie kriegen konnten. Und hofften, den Richtigen gefasst zu haben, damit sich die Bevölkerung wieder sicher fühlt. Das letzte Mordopfer ist die 17-jährige Eula Phillips. Dorothy Larson ist mit ihr verwandt. Ihren Namen haben wir aus einem Artikel im Texas Monthly. Im Fotoalbum meiner Großmutter ist ein Foto von Eula. Vielleicht weiß sie ja etwas, das uns weiterhelfen kann. Wie sind Sie mit Eula Phillips verwandt? Eula war die Schwester meiner Großmutter, also meine Großtante. Eula heiratet 1883 den 24-jährigen Jimmy. Ihr Sohn Thomas wird etwas später geboren, doch die Ehe ist schwierig. Jimmy kam aus einer liebevollen Familie, aber er war Alkoholiker. Offenbar ging er körperlich und emotional sehr grob mit ihr um. Ich frage, ob sie etwas weiß, das bei der Suche nach dem Mörder von Eula oder den anderen Frauen helfen kann. Doch sie sagt, ihre Großmutter habe niemals von den Todesumständen erzählt. Vor wenigen Jahren erhält sie einen Anruf von Autor Skip Hollandsworth. Er glaubt, die Schwester ihrer Großmutter sei das letzte Opfer des ersten Serienmörders von Amerika. Er sagte, mehrere junge Frauen seien ermordet worden, darunter auch meine Großtante. Ich dachte, der macht Witze. Sie erfährt von den schrecklichen Ereignissen an Heiligabend 1885. Meine arme Großmutter, sie hat die Last der Trauer ganz allein getragen und sich geschämt, dass ihre Schwester auf diese Weise ums Leben gekommen ist. Der Vorfall wurde in ihrer Familie also genauso verdrängt wie die Geschehnisse insgesamt in der Geschichte von Austin. Beschämend für Austin und beschämend für meine Familie. Ein niemals gelöstes Rätsel. Trotz der neuen Informationen weiß ich immer noch nicht, ob es einen Täter gab oder mehrere. Ich treffe mich jetzt mit Stephen Saylor, einem Autor. Er hat die Mordanklage von Jimmy Phillips untersucht. Ich kam über die Schlagzeile »Blutige Morde in Austin« zu dem Gerichtsverfahren. Die Morde von Austin scheinen in Vergessenheit. Doch das Verfahren des angesehenen Jimmy Phillips erhält damals dieselbe Aufmerksamkeit wie später O.J. Simpson. Aus Chicago, St. Louis und New York kamen die Reporter. Staatsanwalt James Robertson beschuldigt Phillips der Tötung seiner Frau in mörderischer Absicht. Als Beweis liefert er sensationelle Informationen. Jimmys junge Braut führt ein geheimes Zweitleben. Eula hat entweder als Prostituierte gearbeitet oder hinter dem Rücken ihres Mannes Affären gehabt. Dass Eula Opfer eines Täters sein könnte, der bereits 7 Menschen getötet hat, wird ignoriert. Stattdessen ergehen sich die Zeitungen in Details zu ihrem Liebesleben. Der Staatsanwalt vertritt die Auffassung, Eula sei durch die Affären selbst schuld an ihrem Tod. Eine Stunde vor dem Mord ist sie im Bordell von May Tobin,
und zu ihren Partnern gehört eine afroamerikanische Bordellbesitzerin. Die 17-jährige weiße Eula Phillips aus guter Gesellschaft verbringt Zeit mit einer schwarzen Lady? Wie kann das sein? Das ist nicht bekannt. Aber da sie entweder als Prostituierte gearbeitet hat oder im Geheimen ihre Lover traf, missachtet sie die gesellschaftlichen Regeln. Nicht nur Jimmy Phillips wird angeklagt, sondern Eula auch, wegen ihres Verhaltens. Heiligabend wird Susan Hancock mit einem Gegenstand erschlagen und nach draußen gezerrt. Später stirbt sie an ihren Verletzungen. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese beiden Männer innerhalb einer Stunde auf dieselbe Art und Weise nachts ihre Frauen töten? Das kam im Verfahren von Phillips nicht zur Sprache. Es wurde keine Verbindung hergestellt. Zwei Frauen werden in derselben Nacht innerhalb einer Stunde auf dieselbe Weise ermordet. Und niemand sieht einen Zusammenhang. In der Zeitung The Statesman stand die Schlagzeile: Seht jetzt auch die Weißen im Blutrausch? Die Öffentlichkeit hat schon eine Verbindung zwischen den Vorfällen im Laufe des Jahres gesehen. Doch die Staatsanwälte konzentrierten sich nur auf die Ehemänner. Aus welchen Gründen auch immer. Gab es irgendeinen konkreten Beweis gegen Jimmy Phillips? Im Verfahren hieß es, Jimmy habe gesagt: Wenn ich herausfinde, dass sie mich betrügt, bringe ich uns beide um. Das ist das wichtigste Beweismittel? Das Wichtigste. Dann präsentiert der Staatsanwalt ein Objekt vom Tatort. Aus der Veranda war ein Stück Holz mit einem blutigen Fußabdruck herausgesägt worden. Es sollte geklärt werden, ob der von Jimmy stammt. Jimmy musste seinen Fuß in Farbe tauchen und auf ein Brett schälen. Gäbe es keine Übereinstimmung, wäre er freigesprochen. Und tatsächlich war sein Fuß kleiner. Doch die Jury erklärt ihn trotzdem für schuldig. Vermutlich wegen des Ehebruchs und der Prostitution seiner Frau. Stephen hält die ganze Sache für einen Schauprozess. Der Bürgermeister will sich in der Verbrechensbekämpfung profilieren. Bei den letzten Wahlen hätte er fast verloren. Viele wollten jemand anderen an der Spitze, weil die Morde nicht aufgeklärt wurden. Langsam scheint mir, dass sie Jimmy Phillips verurteilen wollten. In der Dallas Morning News stand: Dieser Prozess lehrt uns drei Dinge. Mrs. Phillips war nicht, wer sie sein sollte. Einige Regierungsvertreter sind nicht, was sie sein sollten. Und wir werden niemals erfahren, wer sie wirklich getötet hat. Vielleicht sind die Morde von Austin gerade wegen dieses seltsamen Verfahrens gegen Jimmy Phillips nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. Harold Westcowan, please read. Kriminalautor Harold Schechter hat sich mit der damaligen Presse zu dieser Geschichte befasst. Niemand hat sich eingehend damit beschäftigt. Er glaubt, die Taten habe ein gemeingefährlicher Irrer begangen, wie die schlimmsten Serienmörder der Geschichte. Diese Morde sind schrecklicher als die von Jack the Ripper. Denn der Täter hat seine Opfer im Bett überfallen und bei lebendigem Leibe grausam zugerichtet. Außerdem hat er mehr Menschen ermordet als Jack the Ripper. Die Morde in Austin geschehen 8 Jahre vor denen von H.H. Holmes in Chicago. Der hat junge Frauen im eigenen Hotel vergast, gefoltert und getötet. Laut Harold gibt es Serienmörder schon vor den Taten in Austin. Serienmord ist ein moderner Begriff für ein altes Phänomen. Früher sprach man von Lustmord. Lustmörder verspüren größte Befriedigung bei der Ausübung sexueller Gewalttaten. Sie meinen, das Phänomen sei so alt wie Menschheit? Der Begriff Serienmord wird häufig falsch verstanden. Viele meinen, das fing mit Tätern wie Ted Bundy, John Wayne Gacy oder Charles Manson an. Tatsächlich ist er aber eine Begleiterscheinung der menschlichen Kultur. Jeder kennt Jack the Ripper, aber warum wurde die Geschichte in Austin vergessen?
Die Morde fanden an einem Ort statt, dem die nationalen Medien nur wenig Beachtung schenkten. Austin galt als Provinz. Doch der Prozess von Jimmy Phillips wird zu einer Art Promispektakel. Harold vermutet, die Morde in Austin könnten auch aus einem anderen Grund aus den Geschichtsbüchern verbannt worden sein. Die meisten Opfer sind Afroamerikanerinnen. Selbst heute wird die Entführung eines weißen Mädchens aus der Mittelklasse rund um die Uhr von den Medien verfolgt. Ist stattdessen ein afroamerikanisches Mädchen betroffen, findet die Sache nur wenig Aufmerksamkeit. Wenn in Austin ein Serienmörder am Werk war, gibt es Indizien, die Polizei und Staatsanwalt übersehen haben? Die Beweisführung im Prozess von Jimmy Phillips ist ziemlich mangelhaft. Ich sehe mir die Gerichtsakten jetzt mal genauer an. Das sind ja Unmengen von Aussagen. Doch hier fällt mir etwas auf. Wie bekannt, werden am Tatort Beweise sichergestellt. Ein blutiger Fußabdruck in Phillips Haus entstanden in der Mordnacht. Ebenfalls bekannt, Jimmys Fußabdruck wird damit verglichen und erweist sich als kleiner. Jetzt kommt's. In dieser Nacht werden auch weitere Fußabdrücke gefunden, die vor allem durch die Zehen auffallen. Auch bei einer Zeugenvernehmung kommen ungewöhnliche Füße zur Sprache. Ein Zeuge macht eine Aussage zu George McCudgeon, einem Liebhaber von Eula. Auf die Frage, ob an Georges Füßen etwas auffällig sei, meint er, er hätte nichts Besonderes bemerkt. Wie das zu deuten ist, weiß ich nicht, aber es scheint, als hätte die Polizei Beweise gehabt, dass der Mörder von Eula anormale Füße hat. Aber was haben die speziellen Füße des Verdächtigen nur zu bedeuten? Jimmy Phillips wird im folgenden Jahr zwar freigesprochen, aber der Staatsanwalt geht weiterhin von mehreren Mördern aus. Er stellt Strafanzeige gegen Moses Hancock. Der soll Heiligabend seine Frau ermordet haben, aber da bin ich skeptisch. Das sind alle Informationen, die wir haben. Wir halten jetzt die Unterschiede und Ähnlichkeiten der Morde an der Tafel fest. Hat ein Serienmörder Austin unsicher gemacht? Molly Smith. 25-Jährige, sexuell genötigt. Waffen. Blutige Axt, in den Hof gezerrt. Sie war Köchin, oder? Susan Hancock, Axt. Eula Phillips in den Hof gezerrt. Okay. Die Übersicht zeigt klar, es gibt mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Allerdings. Mit Ausnahme von Irene Cross werden alle Opfer nachts in ihrem Bett angegriffen und dann an einen anderen Ort gezerrt. Beruf, außer den weißen Frauen sind alle Dienstmädchen, drei auch Köchin. Die Ähnlichkeiten sind unübersehbar. Offenbar ist hier ein Serienmörder am Werk. Ich zeige die Daten jetzt einem Profiler. Woran erkennt man einen Serienmörder? Am Verhalten. Mark Seferik war 17 Jahre Profiler beim FBI. Wir haben ihm unsere Aufzeichnungen geschickt. Wie viele Personen haben diese Morde begangen? Eine. Die Tatorte sprechen für einen Täter, nicht mehrere. Aus forensischer Sicht geht es hier nicht um Bluttropfen, sondern Blutspuren. Der Täter hat seine Opfer gezerrt, und das aus gutem Grund. Wenn er sie getragen hätte, wäre seine Kleidung mit Blut verschmiert. Mark erkennt überall dasselbe Verhalten. Er nähert sich im Schutz der Dunkelheit. Er bricht in die Wohnung ein und wartet, bis das Opfer schläft. Er benutzt eine Waffe, die schwere Verletzungen zufügt. Das bezieht sich auf seinen Modus operandi. Den muss man von seinem zwangsgesteuerten Verhalten trennen. Was meinen Sie mit zwangsgesteuertem Verhalten? Wenn das Opfer tot ist, verlassen viele Mörder den Tatort, um das Risiko zu mindern. Er aber nicht, denn er will sein Opfer vergewaltigen. Viele Frauen wurden an einen anderen Ort gezerrt. Das deutet auf ein rituelles Verhalten. Er bringt sie an einen Ort, wo er glaubt, mehr Zeit zu haben. Jedenfalls mehr als am Tatort.
Mark hat keine Zweifel, dass in Austin ein Serienmörder am Werk ist, der am Verhalten und am pathologischen Zwang zu erkennen ist. Diese Person hat im eigenen Leben nur wenig Macht und Kontrolle. Sie kompensiert das und übt Macht und Kontrolle über das Leben anderer aus. Welches Profil hat der Mörder in Austin? Die ersten 5 Morde betreffen schwarze Frauen. Das spricht für einen schwarzen Täter. Gewaltverbrechen finden innerhalb der Rasse statt. Ob schwarz, weiß oder Hispano. Das gilt für alle Rassen und alle Altersgruppen. Warum? Menschen stehen mit Menschen in Verbindung, die sie kennen und die meistens derselben Rasse angehören. Konflikte treten meistens mit den Leuten auf, die man kennt. Heiligabend wurden kurz nacheinander 2 weiße Frauen ermordet. Das hat eine andere Dynamik. Wer 6 Morde begangen hat, ohne erwischt zu werden, wird leicht überheblich. Er wird übermütig. Genau deshalb werden viele Serienmörder gefasst, denn sie halten sich für super schlau. Sie haben all die Morde begangen, aber die Polizei irrt nur herum und niemand schnappt sie. Gleichzeitig optimieren sie ihren Modus operandi. Fehler werden bei der nächsten Tat korrigiert. Dann suchen sie sich Opfer aus, die zu einem früheren Zeitpunkt nicht in Frage gekommen wären. Was wäre noch richtig? Er geht das Risiko ein, in eine Wohnung einzubrechen und es mit einem Mann aufzunehmen. Das spricht für ein relativ junges Alter, vielleicht Anfang 20. Außerdem muss er ziemlich stark gewesen sein, denn er hat die Frauen ja weggezerrt, teilweise durch ein Fenster oder über einen Zaun. Auch das plötzliche Ende der Mordserie liefert einen Hinweis. So ein Täter würde immer weitermachen, bis er gefasst wird. Also muss diesen hier irgendetwas daran gehindert haben. Vielleicht ist er weggezogen, gestorben oder der Polizei ins Netz gegangen. Vielleicht sitzt er wegen einer anderen Straftat und kann deshalb nicht mehr morden. Langsam entsteht ein Profil. Gesucht wird ein junger, kräftiger Afroamerikaner mit einem ungewöhnlichen Fuß. Behörden und Geschichtsbüchern ist er entgangen. Jetzt soll uns moderne Ermittlungstechnik auf seine Spur bringen. Serienmörder sind interessant, weil sie nach einem Muster vorgehen. Kim Rossmo ist Pionier im geografischen Profiling. Er hat sich mit den Morden an den Dienstmädchen in Austin befasst. Wir haben mit dieser Karte gearbeitet. Können Sie die mal erläutern? Das ist eine perspektivische Stadtansicht von Austin im Jahr 1887. So sah es dort zur Zeit der Morde aus. Die roten Punkte kennzeichnen die Tatorte. Das ist der erste. Dies der letzte. Hier gab es einen Doppelmord. Keine große Entfernung. Geografisches Profiling basiert auf typisch kriminellem Verhalten. Wer ein Verbrechen begehen will, sollte sich in der Umgebung auskennen. Häufig leben die Täter in der Nähe des Tatorts. Die meisten Morde finden in Wohngebieten statt, häufig in problematischen Stadtteilen. Dieser Stadtteil hieß Guytown und war das Zentrum der Prostitution. Hier gab es Spielhöllen und ein gemischtes Volk. Vielleicht hat der Mörder hier gearbeitet. Die Gemeinden der Freigelassenen lagen in den Vororten, aber in Laufentfernung zu den Tatorten. Damals gab es in Austin, Masontown, Meadsville und Clarksville eigene schwarze Gemeinden. Das gilt auch für Shoal Creek. Einige Spuren des Mörders scheinen hier hinzuführen. Würden Sie sagen, dass die Person, die diese Verbrechen begangen hat, wahrscheinlich irgendwo hier gelebt und gearbeitet hat? Kim weist auf eine Verbindung zwischen 2 Morden hin. Hier wurde Susan Hancock ermordet. Hier Eula Phillips. Dazwischen und nur 1 bis 2 Blöcke von Susan Hancocks Haus entfernt, liegt das Bordell von May Tobin auf der South Congress Avenue. Da war Eula Phillips an diesem Abend. Ja. Vielleicht hat sie den Mörder von Susan Hancock dort gesehen und ist ihr nach Hause gefolgt. Das sind schon ungewöhnliche Zufälle.
Kim hat die Tatorte in den Computer eingegeben. Das Muster der Tatorte gibt einen geografischen Hinweis zur Identität des Mörders. Ein Algorithmus berechnet, wo die meisten Morde stattfanden. Dann werden Bereiche gekennzeichnet, in denen der Mörder gelebt und gearbeitet haben könnte. Dunkelorange steht für den wahrscheinlichsten Wohnort des Täters an der South Congress Avenue. Congress Avenue ist 1885 die kommerzielle Schlagader der Stadt, mit jeder Menge Restaurants und Läden. Schwarze und Weiße leben hier Seite an Seite. Kim zeigt noch andere Orte aus den Ermittlungen. Union Depot Train Station passt am besten. Direkt über der roten Zone. Ja. Vielleicht hat der Täter im Bahnhof gearbeitet oder kam mit dem Zug nach Austin und fuhr von diesem Punkt wieder weg. Das ist ein Bordell in Guytown, dem Rotlichtbezirk der Stadt. Diese Zone wird im Profil auch deutlich hervorgehoben. Würden hier die Ermittlungen ansetzen? Solche Orte würden definitiv in den Fokus genommen. Ob man diesem Monster nach all der Zeit noch einen Namen geben kann? Wir brauchen konkrete Informationen. Ich versuche, einen Verdächtigen zu finden, der zu unserem Profil passt. Aus den Zeitungen von Austin haben wir viel erfahren. Jetzt ziehe ich mir auch die Presse der Nachbarstädte an. Vielleicht wurde über irgendetwas in Austin nicht berichtet, denn das waren ja laufende Ermittlungen. Vielleicht galten für die Reporter außerhalb von Austin weniger Einschränkungen. Mal sehen, was ich finden kann. Dieselben Details zu den Morden, dieselbe Unzufriedenheit mit den Behörden in Austin. Aber aus der Zeit nach dem Abbruch der Mordserie steht hier was Interessantes. Das ist der San Antonio Daily Express, Freitagmorgen, 12. Februar 1886. Eine Zusammenfassung der Nachrichten aus Austin. Hauptthema: der Auftritt von Jimmy Phillips vor Gericht. Der Artikel handelt vorwiegend vom Prozess gegen Phillips. Diese Details sind uns bereits bekannt. Aber hier taucht noch ein neuer Name auf. Es geht um eine Schlägerei, an der ein junger Afroamerikaner beteiligt war. Sie endet mit einer Schießerei. Er heißt Nathan Elgin und wird von der Polizei getötet. Elgin hat in der Bar eine Frau angegriffen und wird erschossen, weil er sich der Festnahme widersetzt. Die Autopsie offenbart ein merkwürdiges Detail. An einem Fuß fehlt ihm der kleine Zeh. Wir wissen, dass am Tatort der Familie Phillips ungewöhnliche Fußabdrücke gefunden wurden. Dann sind das hier sensationelle Informationen. Das Ergebnis der Autopsie kann direkt in Verbindung gebracht werden mit einem der Morde. Hier steht, er entspricht dem Abdruck am Tatort, an dem das Raimi-Mädchen ums Leben kam. Mary Raimi ist das 11-jährige vierte Opfer des Serienmörders. Am Tatort wird ein Fußabdruck gefunden, aber weder die Behörden noch die Zeitungen von Austin melden, dass am Fuß des Täters ein Zeh fehlen muss. Nathan Elgin war uns bisher nicht bekannt. Ich will mehr über ihn wissen. Er passt zum Profil. Junger schwarzer Mann mit fehlendem Zeh, der kurz nach Abbruch der Mordserie getötet wird. Jetzt kommen wir endlich weiter. Wes hat was zu Elgin gefunden. Ich habe eine interessante Website gefunden. Sie stammt von einem J.R. Galloway von der Universität Texas. Er ist da Bibliothekar und hat offenbar dieselben Spuren verfolgt wie wir. Er hat den Namen Elgin? Ja, er hat den Namen Elgin. Ich fahr mal hin. Bis später. James Galloway ist beim Studium auf die Morde an den Dienstmädchen gestoßen. Da sich niemand damit befasst hat, dachte ich, das ist ein gutes Forschungsthema.
Susan Hancock ist das zweite Weißmordopfer an Heiligabend. Ihr Ehemann Moses soll sie umgebracht haben. Sein Prozess findet Monate später statt und wird wenig beachtet. Doch ein Bericht vom 3. Juni 1887 enthält ein sensationelles Detail. Am Ende wird die Zeugenaussage von Sheriff Hornsby für die Verteidigung zitiert. Sheriff Malcolm Hornsby sagt, er halte Nathan Elgin für schuldig, die Morde und die Vergewaltigung von Eula Phillips begangen zu haben. Laut Hornsby wird von Elgins Fuß nach dessen Tod ein Gipsabdruck genommen. Er entspricht dem Abdruck am Tatort bei den Phillips. Was für eine Entdeckung. Keine Zeitung erwähnt, dass am Tatort bei den Phillips ein Fußabdruck mit einem fehlenden Zeh gefunden wurde. Stattdessen beschuldigt die Polizei Jimmy Phillips und vergleicht seinen Fußabdruck mit dem Abdruck eines normalen Fußes, der angeblich vom Tatort stammt. Am Tatort der Phillips gab es einen Fußabdruck mit fehlendem Zeh. Die Morde an Ramey und Phillips. Glauben Sie, die Polizei wusste das? Ja, einige Polizisten wussten das. Vor Gericht sagt der Sheriff, Elgin habe Susan Hancock, Eula Phillips und die sechs anderen Frauen ermordet. Hornsby betonte, dass es nach Elgins Tod keine Morde mehr gab. Moses Hancock wurde also nicht verurteilt, weil der Sheriff Nathan Elgin für den Hauptverdächtigen hielt. Elgin passt zu unserem Profil. Und ein forensisches Detail verbindet ihn jetzt mit zweien der Morde. Haben Sie noch was über Nathan Elgin herausgefunden? Bei der Volkszählung von 1880 wurde er mit dem Beruf Dienstbote erfasst. Zur Zeit der Morde war er Koch im Simons, einem der gehobenen Restaurants Austins. Viele Angestellte wie Kellner und Köche wurden da auch verpflegt. Wo liegt das Simons denn? Pecan Street, 6th Street und Congress. Genau da, wo unser Verdächtiger gewohnt oder gearbeitet haben könnte. Alle Hinweise deuten auf Nathan Elgin. Auch James hält Elgin für den Serienmörder von Austin und glaubt, die Behörden hätten denselben Verdacht gehabt. Warum wird Elgin im Prozess von Phillips denn nicht als möglicher Täter genannt? Ich glaube, sie wollten damals vor allem Jimmy Phillips und Moses Hancock verurteilen. Kann es sein, dass die Polizei den Hauptverdächtigen absichtlich übersehen hat? Ich fahre nach New York zu Wes und Kayama. Hey, guys. Hey there. Das ist ein faszinierender Fall. Spannend. Das war für Austin die reinste Zeit des Terrors. Frauen hatten das Schlimmste zu befürchten. Wer ist der Serienmörder? Wir werden wohl niemals erfahren, ob Nathan Elgin 1885 die brutalen Morde begangen hat. Aber wir wissen, dass er wegen Angriffen auf Frauen eingesperrt wird, dass die Mordserie nach seinem Tod abbricht und dass das Profil perfekt zu ihm passt. Elgin war ein junger Afroamerikaner, wie auch der Profiler vermutet hat. Gelebt und gearbeitet hat er im Restaurant Simons in der Congress Avenue, von wo die Tatorte leicht zu erreichen sind. Dieser Ort liegt in der Hauptzone, die beim geografischen Profiling entstanden ist. Und sein fehlender Zeh passt zu den Fußabdrücken an mehreren Tatorten. Aber irgendetwas stört mich hier. Die Polizei besitzt Fußabdrücke von den Tatorten der Morde an Ramey und Phillips, hält sie während des Prozesses aber zurück. Warum nur? Behörden, Polizei und Politiker wollen den Fall so schnell wie möglich hinter sich bringen. Deshalb haben sie wohl auf ein Urteil gedrängt. Jimmy Phillips wurde vorschnell verurteilt. Wahrscheinlich, aber später wurde er ja freigesprochen. Die Polizei von Austin hatte jedenfalls keine Ahnung, wie man mit Serienmorden umgehen muss, denn sie hat die Taten nicht miteinander verknüpft. Sie wollte mit primitiven Methoden ein Problem klären, für das man ein modernes Verständnis von Tatzusammenhängen braucht. Wir haben mit diesem Fall ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte beleuchtet und gesehen, was passiert, wenn eine ganze Gemeinschaft unter Druck gerät.
Diese rätselhaften Morde werden niemals aufgeklärt. Und der Täter ist spurlos verschwunden. Der Fall erregte damals großes nationales Aufsehen. Aber heute weiß niemand mehr davon. Es ist nicht mal klar, ob es 8 Mörder waren oder nur einer. Das war 1885, 3 Jahre vor Jack the Ripper und 8 vor H.H. Holmes in Chicago. Vielleicht ist das der erste Serienmörder in den USA. Das macht den Fall besonders interessant. Mich interessieren die Frauen. Die ersten 6 waren Afroamerikanerinnen. Damals in der Reconstruction-Ära ist der Ku Klux Klan trotz Auflösung noch sehr aktiv. Du denkst an ein rassistisches Motiv? Sollten wir nicht außer Acht lassen. Der historische Kontext ist bestimmt. Diese Person hat im eigenen Leben nur wenig Macht und Kontrolle. Sie kompensiert das und übt Macht und Kontrolle über das Leben anderer aus. Welches Profil hat der Mörder in Austin? Die ersten 5 Morde betreffen schwarze Frauen. Das spricht für einen schwarzen Täter. Gewaltverbrechen finden innerhalb der Rasse statt. Ob schwarz, weiß oder Hispano. Das gilt für alle Rassen und alle Altersgruppen. Warum? Menschen stehen mit Menschen in Verbindung, die sie kennen und die meistens derselben Rasse angehören. Konflikte treten meistens mit den Leuten auf, die man kennt. Heiligabend wurden kurz nacheinander 2 weiße Frauen ermordet. Das hat eine andere Dynamik. Wer 6 Morde begangen hat, ohne erwischt zu werden, wird leicht überheblich. Er wird übermütig. Genau deshalb werden viele Serienmörder gefasst, denn sie halten sich für super. Ich dachte an all die Indizien, die ihnen entgangen sind, weil sie die Leiche aufgehoben haben. Völlig willkürlich. Verdächtigt wurden die Ehemänner. Vielleicht gab es ja Eheprobleme und eine oder beide sind fremdgegangen. Er meint, die mangelhafte Polizeiarbeit sei mit politischem Druck zu erklären. Sie wollten festnehmen, wen auch immer sie kriegen konnten. Und hofften, den Richtigen gefasst zu haben, damit sich die Bevölkerung wieder sicher fühlt. Das letzte Mordopfer ist die 17-jährige Eula Phillips. Dorothy Larson ist mit ihr verwandt. Ihren Namen haben wir aus einem Artikel im Texas Monthly. Im Fotoalbum meiner Großmutter ist ein Foto von Eula. Vielleicht weiß sie ja etwas, das uns weiterhelfen kann. Wie sind Sie mit Eula Phillips verwandt? Eula war die Schwester meiner Großmutter, also meine Großtante. Eula heiratet 1883 den 24-jährigen Jimmy. Gäbe es keine Übereinstimmung, wäre er freigesprochen. Und tatsächlich war sein Fuß kleiner. And it's just not big enough. It does not fit. Doch die Jury erklärt ihn trotzdem für schuldig. Vermutlich wegen des Ehebruchs und der Prostitution seiner Frau. Stephen hält die ganze Sache für einen Schauprozess. Der Bürgermeister will sich in der Verbrechensbekämpfung profilieren. Bei den letzten Wahlen hätte er fast verloren. Viele wollten jemand anderen an der Spitze, weil die Morde nicht aufgeklärt wurden. Langsam scheint mir, dass sie Jimmy Phillips verurteilen wollten. In der Dallas Morning News stand: Dieser Prozess lehrt uns 3 Dinge. Mrs. Phillips war nicht, wer sie sein sollte. Einige Regierungsvertreter sind nicht, was sie sein sollten. Und wir werden niemals erfahren, wer sie wirklich getötet hat. Vielleicht sind die Morde von Austin gerade wegen dieses seltsamen Verfahrens gegen Jimmy Phillips nicht. Dieselben Details zu den Morden, dieselbe Unzufriedenheit mit den Behörden in Austin. Aber aus der Zeit nach dem Abbruch der Mordserie steht hier was Interessantes. Das ist der San Antonio Daily Express, Freitagmorgen, 12. Februar 1886. Eine Zusammenfassung der Nachrichten aus Austin. Hauptthema: der Auftritt von Jimmy Phillips vor Gericht.
Der Artikel handelt vorwiegend vom Prozess gegen Phillips. Diese Details sind uns bereits bekannt. Aber hier taucht noch ein neuer Name auf. Es geht um eine Schlägerei, an der ein junger Afroamerikaner beteiligt war. Sie endet mit einer Schießerei. Er heißt Nathan Elgin und wird von der Polizei getötet. Elgin hat in der Bar eine Frau angegriffen und wird erschossen, weil er sich der Festnahme widersetzt. Die Autopsie offenbart: Jeder kennt Jack the Ripper, aber warum wurde die Geschichte in Austin vergessen? Die Morde fanden an einem Ort statt, dem die nationalen Medien nur wenig Beachtung schenkten. Austin galt als Provinz. Doch der Prozess von Jimmy Phillips wird zu einer Art Promispektakel. Harold vermutet, die Morde in Austin könnten auch aus einem anderen Grund aus den Geschichtsbüchern verbannt worden sein. Die meisten Opfer sind Afroamerikanerinnen. Selbst heute wird die Entführung eines weißen Mädchens aus der Mittelklasse rund um die Uhr von den Medien verfolgt. Ist stattdessen ein afroamerikanisches Mädchen betroffen, findet die Sache nur wenig Aufmerksamkeit. Wenn in Austin ein Serienmörder am Werk war, gibt es Indizien, die Polizei und Staatsanwalt übersehen haben? Die Beweisführung im Prozess von Jimmy Phillips ist ziemlich mangelhaft. Elgin passt zu unserem Profil. Und ein forensisches Detail verbindet ihn jetzt mit zweien der Morde. Haben Sie noch was über Nathan Elgin herausgefunden? Bei der Volkszählung von 1880 wurde er mit dem Beruf Dienstbote erfasst. Zur Zeit der Morde war er Koch im Simons, einem der gehobenen Restaurants Austins. Viele Angestellte wie Kellner und Köche wurden da auch verpflegt. Wo liegt das Simons denn? Pecan Street, 6th Street und Congress. Genau da, wo unser Verdächtiger gewohnt oder gearbeitet haben könnte. Alle Hinweise deuten auf Nathan Elgin. Auch James hält Elgin für den Serienmörder von Austin und glaubt, die Behörden hätten denselben Verdacht gehabt. Warum wird Elgin im Prozess von Phillips denn nicht als möglicher Täter genannt? Ich glaube, sie wollten damals Vielleicht hat der Mörder hier gearbeitet. Die Gemeinden der Freigelassenen lagen in den Vororten, aber in Laufentfernung zu den Tatorten. Damals gab es in Austin, Mason, Meadsville und Clarksville, eigene schwarze Gemeinden. Das gilt auch für Shoal Creek. Einige Spuren des Mörders scheinen hier hinzuführen. Würden Sie sagen, dass die Person, die diese Verbrechen begangen hat, wahrscheinlich irgendwo hier gelebt und gearbeitet hat? Kim weist auf eine Verbindung zwischen zwei Morden hin. Hier wurde Susan Hancock ermordet. Hier Eula Phillips. Dazwischen und nur ein bis zwei Blöcke von Susan Hancocks Haus entfernt, liegt das Bordell von May Tobin auf der South Congress Avenue. Da war Eula Phillips an diesem Abend. Ja. Vielleicht hat sie den Mörder von Susan Hancock dort gesehen und ist ihr nach Hause gefolgt. Das sind schon ungewöhnliche Zufälle. Fußabdruck gefunden, aber weder die Behörden noch die Zeitungen von Austin melden, dass am Fuß des Täters ein Zeh fehlen muss. Nathan Elgin war uns bisher nicht bekannt. Ich will mehr über ihn wissen. Er passt zum Profil. Junger schwarzer Mann mit fehlendem Zeh, der kurz nach Abbruch der Mordserie getötet wird. Jetzt kommen wir endlich weiter. Wes hat was zu Elgin gefunden. Ich habe eine interessante Website gefunden. Sie stammt von einem J.R. Galloway von der Universität Texas. Er ist da Bibliothekar und hat offenbar dieselben Spuren verfolgt wie wir. Er hat den Namen Elgin? Ja, er hat den Namen Elgin. Ich fahr mal hin. Bis später.
James Galloway ist beim Studium nicht bekannt. Aber da sie entweder als Prostituierte gearbeitet hat oder im Geheimen ihre Lover traf, missachtet sie die gesellschaftlichen Regeln. Nicht nur Jimmy Phillips wird angeklagt, sondern Eula auch, wegen ihres Verhaltens. Heiligabend wird Susan Hancock mit einem Gegenstand erschlagen und nach draußen gezerrt. Später stirbt sie an ihren Verletzungen. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese beiden Männer innerhalb einer Stunde auf dieselbe Art und Weise nachts ihre Frauen töten? Das kam im Verfahren von Phillips nicht zur Sprache. Es wurde keine Verbindung hergestellt. Zwei Frauen werden in derselben Nacht innerhalb einer Stunde auf dieselbe Weise ermordet. Und niemand sieht einen Zusammenhang? In der Zeitung The Statesman stand die Schlagzeile: Seht jetzt auch die Weißen im Blutrausch? Die Öffentlichkeit hat schon eine Verbindung zwischen den Vorfällen im Laufe des Jahres gesehen. Doch die Staatsanwälte konzentriert erste, dies der letzte. Hier gab es einen Doppelmord, keine große Entfernung. Geografisches Profiling basiert auf typisch kriminellem Verhalten. Wer ein Verbrechen begehen will, sollte sich in der Umgebung auskennen. Häufig leben die Täter in der Nähe des Tatorts. Die meisten Morde finden in Wohngebieten statt, häufig in problematischen Stadtteilen. Dieser Stadtteil hieß Guytown und war das Zentrum der Prostitution. Hier gab es Spielhöllen und ein gemischtes Volk. Vielleicht hat der Mörder hier gearbeitet. Die Gemeinden der Freigelassenen lagen in den Vororten, aber in Laufentfernung zu den Tatorten. Damals gab es in Austin, Mason, Reedsville und Clarksville, eigene schwarze Gemeinden. Das gilt auch für Shoal Creek. Einige Spuren des Mörders scheinen hier hinzuführen. Würden Sie sagen, dass die Person, die diese Verbrechen begleite? Kim zeigt noch andere Orte aus den Ermittlungen. Union Depot Train Station passt am besten. Direkt über der roten Zone? Ja. Vielleicht hat der Täter im Bahnhof gearbeitet oder kam mit dem Zug nach Austin und fuhr von diesem Punkt wieder weg. Das ist ein Bordell in Guytown, dem Rotlichtbezirk der Stadt. Diese Zone wird im Profil auch deutlich hervorgehoben. Würden hier die Ermittlungen ansetzen? Solche Orte würden definitiv in den Fokus genommen. Ob man diesem Monster nach all der Zeit noch einen Namen geben kann? Wir brauchen konkrete Informationen. Ich versuche, einen Verdächtigen zu finden, der zu unserem Profil passt. Aus den Zeitungen von Austin haben wir viel erfahren. Jetzt ziehe ich mir auch die Presse der Nachbarstädte an. Vielleicht wurde über irgendetwas in Austin nicht berichtet, denn das waren ja laufende Ermittlungen. Vielleicht galten für die Reporter außerhalb von Austin weniger Einschränkungen. Mal sehen, was ich finden kann. Dieselben Details zu den Morden, dieselbe Unzufriedenheit mit den Behörden in Austin. Aber aus der Zeit nach dem Abbruch der Mordserie steht hier was Interessantes. Das ist der San Antonio Daily Express, Freitagmorgen, 12. Februar 1886. Eine Zusammenfassung der Nachrichten aus Austin. Hauptthema: der Auftritt von Jimmy Phillips vor Gericht. Der Artikel handelt vorwiegend vom Prozess gegen Phillips. Diese Details sind uns bereits bekannt. Aber hier taucht noch ein neuer Name auf. Es geht um eine Schlägerei, an der ein junger Afroamerikaner beteiligt war. Sie endet mit einer Schießerei. Er heißt Nathan Elgin und wird von der Polizei getötet. Elgin hat in der Bar eine Frau angegriffen und wird erschossen, weil er sich der Festnahme widersetzt. Die Autopsie offenbart ein merkwürdiges Detail. An einem Fuß fehlt ihm der kleine Zeh. Wir wissen, dass am Tatort der Familie Phillips ungewöhnliche Fußabdrücke gefunden wurden. Dann sind das hier sensationelle Informationen. Das Ergebnis der Autopsie kann direkt in Verbindung gebracht werden mit einem der Morde. Hier steht,
Er entspricht dem Abdruck am Tatort, an dem das Raimi-Mädchen ums Leben kam. Mary Raimi ist das elfjährige vierte Opfer des Serienmörders. Am Tatort wird ein Fußabdruck gefunden, aber weder die Behörden noch die Zeitungen von Austin melden, dass am Fuß des Täters ein Zeh fehlen muss. Nathan Elgin war uns bisher nicht bekannt. Ich will mehr über ihn wissen. Er passt zum Profil. Junger schwarzer Mann mit fehlendem Zeh, der kurz nach Abbruch der Mordserie getötet wird. Jetzt kommen wir endlich weiter. Wes hat was zu Elgin gefunden. Ich habe eine interessante Website gefunden. Sie stammt von einem J.R. Galloway von der Universität Texas. Er ist da Bibliothekar und hat offenbar dieselben Spuren verfolgt wie wir. Er hat den Namen Elgin? Ja, er hat den Namen Elgin. Ich fahr mal hin. Bis später. James Galloway ist beim Studium auf die Morde an den Dienstmädchen gestoßen. Da sich niemand damit befasst hat, dachte ich, das ist ein gutes Forschungsthema. Susan Hancock ist das zweite Weißmordopfer an Heiligabend. Ihr Ehemann Moses soll sie umgebracht haben. Sein Prozess findet Monate später statt und wird wenig beachtet. Doch ein Bericht vom 3. Juni 1887 enthält ein sensationelles Detail. Am Ende wird die Zeugenaussage von Sheriff Hornsby für die Verteidigung zitiert. Sheriff Malcolm Hornsby sagt, er halte Nathan Elgin für schuldig, die Morde und die Vergewaltigung von Eula Phillips begangen zu haben. Laut Hornsby wird von Elgins Fuß nach dessen Tod ein Gipsabdruck genommen. Er entspricht dem Abdruck am Tatort bei den Phillips. Was für eine Entdeckung. Keine Zeitung erwähnt, dass am Tatort bei den Phillips ein Fußabdruck mit einem fehlenden Zeh gefunden wurde. Stattdessen beschuldigt die Polizei Jimmy Phillips und vergleicht seinen Fußabdruck mit dem Abdruck eines normalen Fußes, der angeblich vom Tatort stammt. Am Tatort der Phillips gab es einen Fußabdruck mit fehlendem Zeh? Die Morde an Raimi und Phillips. Glauben Sie, die Polizei wusste das? Ja, einige Polizisten wussten das. Vor Gericht sagt der Sheriff, Elgin habe Susan Hancock, Eula Phillips und die sechs anderen Frauen ermordet. Hornsby betonte, dass es nach Elgins Tod keine Morde mehr gab. Moses Hancock wurde also nicht verurteilt, weil der Sheriff Nathan Elgin für den Hauptverdächtigen hielt. Elgin passt zu unserem Profil. Und ein forensisches Detail verbindet ihn jetzt mit zweien der Morde. Haben Sie noch was über Nathan Elgin herausgefunden? Bei der Volkszählung von 1880 wurde er mit dem Beruf Dienstbote erfasst. Zur Zeit der Morde war er Koch im Simons, einem der gehobenen Restaurants Austins. Viele Angestellte wie Kellner und Köche wurden da auch verpflegt. Wo liegt das Simons denn? Pecan Street, 6th Street und Congress. Genau da, wo unser Verdächtiger gewohnt oder gearbeitet haben könnte. Alle Hinweise deuten auf Nathan Elgin. Auch James hält Elgin für den Serienmörder von Austin und glaubt, die Behörden hätten denselben Verdacht gehabt. Warum wird Elgin im Prozess von Phillips denn nicht als möglicher Täter genannt? Ich glaube, sie wollten damals vor allem Jimmy Phillips und Moses Hancock verurteilen. Kann es sein, dass die Polizei den Hauptverdächtigen absichtlich übersehen hat? Ich fahre nach New York zu Wes und Kayama. Hey, guys. Hey there. Wow, we have a... Das ist ein faszinierender Fall. Spannend. Das war für Austin die reinste Zeit des Terrors. Frauen hatten das Schlimmste zu befürchten. Wer ist der Serienmörder? Wir werden wohl niemals erfahren, ob Nathan Elgin 1885 die brutalen Morde begangen hat. Aber wir wissen, dass er wegen Angriffen auf Frauen eingesperrt wird, dass die Mordserie nach seinem Tod abbricht und dass das Profil perfekt zu ihm passt. Elgin war ein junger Afroamerikaner, wie auch der Profiler vermutet hat.
Gelebt und gearbeitet hat er im Restaurant Simons in der Congress Avenue, von wo die Tatorte leicht zu erreichen sind. Dieser Ort liegt in der Hauptzone, die beim geografischen Profiling entstanden ist. Und sein fehlender Zeh passt zu den Fußabdrücken an mehreren Tatorten. Aber irgendetwas stört mich hier. Die Polizei besitzt Fußabdrücke von den Tatorten der Morde an Ramey und Phillips, hält sie während des Prozesses aber zurück. Warum nur? Behörden, Polizei und Politiker wollen den Fall so schnell wie möglich hinter sich bringen. Deshalb haben sie wohl auf ein Urteil gedrängt. Jimmy Phillips wurde vorschnell verurteilt. Wahrscheinlich, aber später wurde er ja freigesprochen. Die Polizei von Austin hatte jedenfalls keine Ahnung, wie man mit Serienmorden umgehen muss, denn sie hat die Taten nicht miteinander verknüpft. Sie wollte mit primitiven Methoden ein Problem klären, für das man ein modernes Verständnis von Tatzusammenhängen braucht. Wir haben mit diesem Fall ein sehr dunkles Kapitel der Geschichte beleuchtet und gesehen, was passiert, wenn eine ganze Gemeinschaft unter Druck gerät. Thank you.